Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Neue Band ist rausgekommen und natürlich gibt es einen TPT React dazu. TPT React. Bin wieder dabei. So, okay, ab den 11. April kommt die neue Bandlist, also wird sie in Kraft getreten. Wir haben jetzt für euch schon die neuen Karten hier. Schauen wir mal, was jetzt verboten ist und was auf 1 ist, was auf 2, was auf Unlimited ist, auf 3. Fangen wir gleich mit der ersten, fangen wir mit den Verbotenen an, was jetzt verboten wird. Wie schon auf der Justice Bandlist, der Juggler, Performance Damage Juggler, Performance Plushfire und Talonite Ptolemaeus. Wie auf der Justice schon, verboten wurden, jetzt auch offiziell verboten. Noch dazu, noch zwei Karten, und zwar einmal Chicken Game und einmal Wavering Eyes. Okay, was hältst du von Wavering und Chicken Game? Also Chicken Game, ich habe die Karte gehasst. Ganz ehrlich, ich dachte immer nur, der Gegner kann ziehen und ich habe gegen die immer verloren. Erstes Game habe ich sogar gewonnen, aber es ist eine andere Sache. Ist gut, dass die gebannt ist, weil es gab so viele FTK-Decks, die haben einfach nur genervt. Die hatten Züge 10 Minuten lang, das war einfach, ist gut, dass sie weg ist. Chicken Game, Nico, du hast ja das FTK-Deck gespielt. War es eine Schlüsselkarte oder war es keine Schlüsselkarte? Also ich hätte Chicken Game gelassen. Ich hätte lieber eine FTK-Karte, sag ich mal, wie Magical Explosion oder Life Equalizer gebannt. Bei Chicken Game, sag ich mal, kann man, um das Deck zu verschnellern, kann man das spielen. Aber sag ich mal, Chicken Game direkt hätte ich nicht gebannt. Also ich hätte Life Equalizer oder Magical Explosion hätte ich gebannt, aber Chicken Game hätte ich nicht gebannt, nein. Also, genau. Willst du noch was zu Chicken Game sagen? Nee, eher zu Wavering Eyes. Also, Wavering Eyes absolut, also ich finde es klasse, dass sie weg ist, endlich, ja. Also ich habe zwar nie Pepe gespielt, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wie das ist, wenn man auf 4 Scales eine Wavering Eyes kassiert, dann ist eh schon Game, oder? Ja, dann ist man eh tot, dann glaube ich, ich finde es echt okay, ja, und mehr braucht man hier zu der Karte nicht sagen, die ist einfach broken, ja. Ja, wollen Sie noch was sagen zu Wavering Eyes? Nee. Passt, alles gut? Ja. Jetzt kommen wir zu den Limited, auf 1. Wie schon auf der Justice, Luster Pendulum Dracoslayer, Performable Monkey Board und Performable Skull Joker. Ist klar, dass die auf 1 sind. Ja. Und noch dazu kommen Wisdom Eye Magician. Welche war das nochmal? Der sich selbst zerstört und dann was macht? Ah ja, okay. Okay. Elder Entity Noden. 1000 Ice Respirit, Ignister, endlich weg, oder? Draco Face Off, Reasoning und Upstart. So, ich pack mal eine Karte raus, und zwar Ignister. Ich bin echt froh, dass die Karte weg ist, also beziehungsweise auf 1 ist. Ja. Auf 3 war die schon echt heftig. Ich kann mich noch erinnern, wo ich auf dem Turnier war, in einem Game dreimal kassiert. Ja. Echt tot, Mann. Dann echt noch in einem Featured Match noch kassiert. Echt krass. Also auf 1 absolut. Die Karte ist auch echt krass. Finde ich echt okay. Sagt ihr mal was zu den anderen Karten? Ich sehe hier zum Beispiel jetzt Absatz ist auf 1. Also verstehe ich eigentlich gar nicht. Weil 1000 Lebenspunkte eine Karte ziehen ist zwar gut, aber Deckausdünnung und sowas, aber ansonsten ist für mich die Karte nicht auf 1 eigentlich. Ansonsten Reasoning war eine sehr gute Karte, auch im Cosmo und in Infernoid. In Infernoid war es eigentlich glaube ich die Schlüsselkarte, deswegen hat man sie auf 1 gesetzt. Und Monster Gate ist sowieso schon auf 1 gewesen, deswegen Reasoning auch eigentlich. Deck ist tot, Mann. Tot ist das Deck jetzt. Ja, als Infernoid kann man das wahrscheinlich jetzt fast gar nicht mehr spielen. Im Cosmo hat man sie auch gespielt, war auch nicht schlecht, musste man aber nicht spielen. Ansonsten war es eigentlich ganz gut. Nächste Karte. Welche Karte? Ja, ich sehe halt... Ja, Noden. Ja, hier wurden halt... Es wurde halt hauptsächlich auf Pepe geschossen, aber wie man sieht, sind auch so allgemeine Karten. So Reasoning in Cosmo, Infernoid wurde auf 1 getan. Absatz waren halt sehr vielseitige Karten. Neue Karte. Ja, es wurde halt auf Pepe geschossen.
also zu den Karten, ich würde sagen, Norden spielt man eh nur einmal meistens, also das macht eigentlich keinen Unterschied. Upstart hätte ich entweder komplett weggenommen oder gar nicht einmal, sage ich mal, hat keine Auswirkung. Reasoning hätte ich auch nicht unbedingt auf 1, weil Infernoid hat auch keiner wirklich gespielt und sag ich mal, wenn der Gegner richtig redet, also die hätte ich gelassen. 1000 Eyes Restrict finde ich gut, dass es zurückkommt. Eine alte Karte, ja, ist auf jeden Fall gut. Ignista finde ich auch gut, dass der wegkommt. Der ist einfach also zu gut und hat nicht gezielt. Draco Face-Off, dass sie auf 1 kommt, ist auch gerechtfertigt. Also passt, dass Pepe geschwächt wurde, also die war schon echt gut. Schlüsselkarte. Genau, Schlüsselkarte. Ja, ansonsten... Was glaubst du mit Upstart, was machen die jetzt damit? Oder wird die noch gespielt? Wird sie jeder spielen? Also ich denke mal, wenn man noch Platz im Deck hat, kann man die auf jeden Fall einmal spielen. Also ja, wenn man jetzt irgendwie noch Platz hat, kann man die auf jeden Fall reintun. Aber meine Meinung, wie gesagt, Upstart entweder komplett weg oder auf 3 lassen. Auf 1 sehe ich da wirklich keinen Sinn. Ja. Also im Großen und Ganzen, ich glaube auch jetzt zum Beispiel bei Wisdom Eye Magician haben sie das auch die auf 1 getan, weil ich glaube, dass da noch guter Support kommt für die Odd Eyes. Da kommt krasser Support raus, ich glaube deswegen haben sie den auf 1 getan. Ich glaube auch in Japan hat man das Deck schon gespielt. Ist ganz wichtig. Die anderen Karten wurden auch gut erklärt. Draco Face-Off ist klar, ja, Schlüsselkarte im Deck endlich weg. Ja. Und dadurch auch das Deck ein bisschen langsamer, aber nicht tot. Kommen wir zu den Semi-Limited, haben wir einmal Deepest Dragon, er ist wieder auf 2, er war auf 1, oder? Oh mein Gott. Okay, in welchem Deck kann man den noch spielen jetzt? Auf jeden Fall im Synchro-Deck, also auf Quasar, kann man es noch schneller rausbringen. Und ich glaube, wie heißt es, dieses Dragoonity, glaube ich, hat man den gespielt, oder? Dragoonity, ja. Ansonsten, wer weiß es letztlich. Findet sie gut oder schlecht? Also ich finde es auf jeden Fall... Man hat ja auch mit dem Sektor gespielt. Man hat Hornet geholt, konnte man Black Rose machen. Das ist nicht, gell? Echt? Ach so. Also man hat Deepest auch im Insektor gespielt. Man hat einfach Hornet geholt, dann konnte man auf Black Rose gehen. Ja, Deepest aber, ist halt... Aber Insektor ist halt tot. Ich will fragen, ja, aber er hat auch... Dragunity wird ja auch nicht gespielt. Doch, Dragunity ist aber... Die eine Spielverzauberkarte ist, glaube ich, auf 2 oder so. Aber dafür ist halt Chicken Game weg, ne? Und du hättest immer zu Ancient Fairy machen können. Du kannst ja mit Debris zu Ancient Fairy Dragon, glaube ich, machen, aber Chicken Game ist gebannt, ne? Da hättest du Chicken Game holen können mit dem Effekt, aber da, das ist, sage ich mal, wieder geschwächt worden. Ne? Also es ist quasi ein Ausgleich. Auf jeden Fall ist Debris Dragon die beste Karte im Plant. Plant und Debris und Dandelion und sowas, auf jeden Fall auf den Quasar kommen, weil man kann ja sowieso, das Starterdeck ist ja rausgekommen mit Synchro, jetzt kann man halt noch schneller auf... die ganzen Drachenmonster kommen. Also das ist echt gut. Also ich wollte noch sagen, man kann die auch im neuen Blue Eyes Deck spielen. Das, sage ich mal, macht das ganz interessant. Ich glaube auch, wenn man die, man kann die Steine holen, die kriegen ja trotzdem ihren Effekt, weil die Steine im Friedhof aktiviert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob man beide holen kann oder nur einen. Also im neuen Blue Eyes Deck kann man die auf jeden Fall integrieren. Ne? Vielleicht auch deswegen, den haben sie auf 2 getan, damit sie das ein bisschen supporten. Ja, ja, genau. Kann gut sein. Ja. Und du kannst ja von den Blue Eyes kannst ja nicht hitten, weil es bei uns noch nicht draußen ist. Ne? Also von dem her, sag ich mal, wurde von den alten Karten vielleicht ein bisschen was hinzugefügt, damit das Deck stärker wird. Aber das Set ist noch nicht draußen, deswegen kann man da nichts machen. Kommen wir zur nächsten Karte, Allure of Darkness. Das wird ein paar Decks freuen. Ja? Wie zum Beispiel jetzt bei uns halt Cosmo. Da kann man die jetzt auch spielen mit dem auf dem Sword Trooper Bild. Ja? Richtig gut. Aber nicht nur im Cosmo, sondern auch in einem anderen Deck. Und ich werde das Deck jetzt mal sagen, das heißt nämlich Burning Knights, ja? Oder auch für mich Insektor. Nein. Doch, Insektor. Insektor tot, Mann? Nein. Doch? Nein. Wir diskutieren noch darüber. Ja. Also auf jeden Fall, Allure of 2 ist echt krass. Also Mann, was sagst du? Also vor allem, weil man jetzt leicht Levier rausbekommt, ne, wie du schon gesagt hast, mit Sword Trooper oder mit den Burning Abyss und Phantom Knights ist sie wirklich gut. Also ja. Ich denke mal, dass Burning Abyss wird man auf jeden Fall überlegen, die zweimal zu spielen. Ne? Ja. Barisch? Allure ist halt eine gute Karte, weil da passt der Name noch so gut. Verlocken, manchmal hat man kein Ziel und dann ist halt Verlocken zu ziehen. Das ist halt eine lustige Karte, die fand ich schon immer gut. Warte, der Name passt endlich. Aber sag mal ehrlich, ist im Gravekeeper nicht gut? Doch, ich werde die auch zweimal reintun, jetzt testen. Wieso testen? Ja, jetzt gab es ein bisschen interne Probleme, ich schaue jetzt, was ich noch spielen darf. Dann schauen wir weiter. Was du noch sagen kannst,
im FDK-Deck kann man die auch spielen, ne? Wenn du zum Beispiel dreimal Erebus, ne, zweimal Allure, wird auch wieder ein bisschen besser. Chicken Game ist zwar weg, aber zweimal Verlockung macht das Deck auch ein bisschen stärker, leider. Ne? Kommen wir zur dritten Karte, ist Teleport. Da kann ich nicht verstehen, warum die nur auf Sei gegangen ist. Ja? Ich werde sie direkt auf 1 getan. Da man ja... aber wahrscheinlich wollten sie es einfach nicht, wollten sie, also ich rede jetzt nicht von Cosmos, sondern von Super Quantum. Ich glaube, das Deck wollten sie nicht komplett zerstören dadurch, weil Teleport schon eine sehr wichtige Karte ist, bringt mehr Speed rein und alles. Deswegen haben sie es nur auf 2 getan. Auf 1 wäre sie noch gerechtfertigter, wenn nicht sogar auf komplett verbitten, weil die Karte ist einfach nur krass, die Karte. Ja. Man kann mit einer Karte bitte einen Spielzug rausbringen, oder ist nicht so? Ja. Oder man kann mit der Karte einfach alles machen. Ein Zug kann man mit einer Karte machen, also ist viel zu mächtig. Die wird auf jeden Fall noch auf 1 gehen und noch irgendwann gebannt, das ist klar. 2 ist zu harmlos. Das glaube ich auch, weil einfach zu stark die Karte ist. Und zwar kommt noch Support raus für diverse Decks und ich denke, dass die Karte einfach dann demnächst dann auf jeden Fall gehen wird, komplett. Was meint ihr? Also ich finde schade, dass, sag ich mal, Teleport könnte man in anderen Decks, sag ich mal, macht andere Decks, die nicht so stark sind, macht es stärker, aber im Cosmo ist sie einfach zu gut. Also ich finde schade, dass man sie halt, dass sie im Cosmo einfach zu gut ist, aber in anderen Decks, die würde sie halt verstärken, aber ja, das ist halt das Problem. Ne? Das Cosmo macht sie zu gut, aber anderen Decks hilft es einfach, dass es, sag ich mal, besser wird, wie zum Beispiel Super Quantum, ne? Aber halt im Cosmo ist sie einfach zu heftig und ich hätte sie auch auf 1 gemacht. Ja. Deswegen halt auf 2, ja. Nehme ich jetzt mal an. Kommen wir zu den Unlimited. Auf 3 heißt Dark Magician of Chaos. Also Dark Magician of Chaos habe ich noch nie gespielt. Interessiert mich eigentlich auch nicht, aber ich glaube, die haben ja einen neuen Text wieder bekommen, dass man in der Endphase, glaube ich, die Zauberkarte bekommt. Also das ist eigentlich nicht schlecht, weil alte Karten, die eigentlich früher zu stark sind, haben sie jetzt mit neuen Text herausgebracht und finde ich an sich eigentlich relativ gut. Aber ich glaube, auf 3 wird sie auch keiner spielen, also auf 1 war sie auch schon schlecht. Also alle Karten hier ist einfach nur Liste-Entmüllung. Die Liste wird immer voller, ihr seht selbst. Die Liste muss einfach kleiner werden, das ist einfach Entmüllung. Das ist hier nichts relevant, finde ich. Außer vielleicht diese Advanced Ritual Art, die war doch stark, oder nicht? Nein, wir haben erstmal Dark Magician, die nächste Karte. Ja, okay, ja, so allgemein. Tragödie und so interessiert keinen. Crush Card und so auch nicht. Ich bin endschlecht geworden mit Videos. Ja, ist halt echt die Frage, ob Dark Magician of Chaos echt relevant ist. Ob man, in welchem Deck man den spielen kann oder nicht. Infernoid hat man sie gespielt, glaube ich, in Japan. Mhm. Aber da jetzt, sag ich mal, Monster Gate auf 1 und Reasoning auf 1 macht es bei uns keinen Sinn, Infernoid zu spielen mit Dark Magician of Chaos. Also von dem her ist es eigentlich egal. Ja. Ja. Tragödie auf 3. Ich weiß nicht, ob das sehr relevant ist. Die war jetzt auf 2. Gross ist auf 3. Ist es relevant? Nein, glaub nicht. Das macht keinen Unterschied. Ja. Gorst ist auf 3 und jetzt fang wieder auf 3. Okay. Also nee, wird auch nichts bringen. Also wird sie auch trotzdem keiner spielen. Einfach 2, einfach nur, dass sie auch irgendwas auf Liste setzen können. Ja. Weil davor war es auf 2, jetzt haben sie es auf 3 gemacht. Also bringt, ist nichts relevant. Ja, wahrscheinlich haben sie einfach gedacht, wenn sie auf 2 nichts bringt, können sie dann auf 3 machen und dann einfach fertig. Advanced Ritual Art ist doch die Karte, wo man doch sagt, aus dem Deck. Die Normalmonster holen, glaube ich, und dann vom Deck aus vom Deck, genau. Nee, vom Deck holen in den Friedhof. Genau. So viel Level und dann beschwören. Ja. Von der Hand, gell? Ja, genau. Sprich, man hat es im die Mies OTK gespielt damals. Wo hat man sie noch gespielt? Herold. Im Herold zum Beispiel, ja. Jetzt ist sie auf 3. Ich weiß nicht. Bringt jetzt, das was? Jetzt kommt glaube ich, ein bisschen Support raus für Rituale. Dieses Pre-Preparation kommt in im nächsten Set. Die macht Rituale schon stark. Ich glaube, dann kommt noch so ein Ritualmonster, ich weiß nicht, wie der heißt. Den spielt man in Japan. Da habe ich auch ein paar Decks gesehen, die spielen mit Ritualen. Okay. Im Dings kann man, im Burning Abyss, sage ich mal, gut, die macht Advanced Ritual nicht, aber ich meine jetzt allgemein Ritual wird auch ein bisschen supported. Ich glaube, das ist im Kommen. Muss man mal sehen. Ne? Wahrscheinlich deswegen auf 3 gebracht getan, jetzt müssen wir mal gucken. Letzte Karte auf der Liste, die auf 3 ist gekommen ist, ist Crush Card Virus. Also die war auf 1, oder? War die jetzt auf 1? Jetzt von 1 auf 3. Ich glaube auch jetzt nichts Relevantes. Ist eventuell eine Sideboard-Karte. Eventuell nur gegen Monarchen, oder? Gegen Monarchen. Gegen Monarchen, gut, gegen Pepe.
Ja. Gegen Pepe vielleicht gut. Aber eher eine Sideboard-Karte vielleicht. Ja, jetzt ja. auf 3 getan, dass man sie vielleicht schneller zieht. Gegen Cosmo endschlecht. Ja. Ansonsten für mich keine Main-Karte. Ja, Crush Card hat man getestet. Die hat am Anfang versucht, jeder zu spielen. Aber es war halt nicht konstant. Die kam mal gut, mal schlecht. Wo sie auf 1 war neu. Und auf 3 wird sie, denke ich, auch keiner testen oder spielen. Also nicht relevant. Weaker Strain. Sei weaker als schwächer. Was heißt Strain? Also ist eigentlich errate, also keine Ahnung. Weaker als schwächer. Ja, das war es von der Liste. Im Großen und Ganzen haben sie, wie man sieht, Pepe geschwächt. Ob das reicht, werden wir sehen. Ja, also Dracopels. Was man auch hier sieht, ist, dass man Monarchen nichts gemacht hat. Ja, also Monarchen immer noch top. Dass man Burning Abyss, Phantom Knight nichts gemacht hat. Ja, auch immer noch top das Deck. Ich denke, Dracopels kann auch noch mithalten mit der neuen, vielleicht mit neuem Support. Ich denke, Liste im Großen und Ganzen ist okay, aber ich denke, da fehlen noch ein paar Sachen. Wahrscheinlich erst für die nächsten Sachen, wenn Support rauskommt oder neue Karten. Die hätten doch viel mehr zurückbringen können, oder nicht? So Shadol, Necros oder ein bisschen was versuchen. Die haben es nicht mal versucht, oder? Oder die wollen halt nur, dass diese Decks bleiben, dass nichts Neues kommt. Ich glaube einfach, dass sie erstmal die neuen Decks supporten wollen. Ja. Also die Decks, die jetzt gerade draußen sind, wie Pendel, wie Ding. Und die brauchen keine neuen Decks, weil die wollen ja ihr neues Zeug verkaufen, ja, einfach. Weißt, deswegen halt, ja. Ja, klingt logisch. Also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich voll zufrieden mit der Liste. An Cosmo wurde nicht viel gemacht, außer Reasoning und Teleport. Dafür ist Allure zurückgekommen. Und Wavering ist weg, zum Glück. Upstart ist halt auch für mich halt ziemlich kleiner Verlust, aber mein Gott, kann man ersetzen. Ansonsten ist für mich die Liste eigentlich top. Ich freue mich aufs nächste Meta auf jeden Fall. Und ab dem 11. April ist die Liste in Kraft gesetzt. Ich freue mich schon eigentlich drauf, auf die nächsten Zeiten. Also ich denke, bei der Liste merkt man, dass Konami, glaube ich, schon zufrieden ist mit dem Metagame, dass die nicht experimentieren wollen und irgendwelche Decks zurückholen wollen, dass sie die Decks bisher schwächen wollen und dass das Meta gar nicht so schlecht ist. Also von dem her, ich finde es auch gut, dass nicht zu viele Karten, dass es nicht eine große Liste ist, wo zu viel wegkommt, zu viel dazukommt. Also ich bin zufrieden mit der Liste, das passt eigentlich und ja, sind mal gespannt, was jetzt Richtung DM noch gespielt wird, ne, was jetzt Metagame wird. Ich glaube, neue Decks werden nicht auftauchen, die Decks halt modifiziert. Müssen wir schauen, was mit dem neuen Set auch kommt. Ja. 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 Jungs, das war's von euch. Erzählt uns, was ihr von der Liste haltet. Ja, ob ihr sie gut findet oder nicht, ob man was anderes hätte machen können oder mehr drauf oder wieder was zurückkommen. Ja, und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles hier in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.